begrüße hier an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Dr. Hans-Jürgen Kunz, mittlerweile bei der Christian-Alberts-Uni in Kiel, aber uns oder mir persönlich besser bekannt über seine langjährige Mitarbeit bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und vor allen Dingen über die zahlreichen Versuchsergebnisse, die Sie publiziert haben und auch Versuche, die Sie in Haus Futterkamp mit auf den Weg gebracht haben, also sehr praxisorientierte Untersuchungsergebnisse der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ich bin nicht genau informiert, aber ich denke, Sie sind jetzt schon bei der Landwirtschaftskammer ausgeschieden und bringen aber Ihr Wissen immer noch an den Mann, an den Nachwuchs, eben an die jungen Generationen, die in der Uni Kiel ausgebildet werden. Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass Sie hier heute auch Zeit gefunden haben, mit Ihren Vortrag zu präsentieren. Aus technischen Gründen haben wir den aber vorher aufgezeichnet. Und das wird man vielleicht an der einen oder anderen Stelle so nicht bemerken. Aber Sie sind auf jeden Fall mit zugegen und werden dann auch bei der Diskussion live die Fragen beantworten können, die wir zu Ihren Ausführungen haben. Ich möchte Sie nochmal alle auffordern, bitte schreiben Sie die Fragen in den Chat hinein, dass wir die am Ende auch bearbeiten können. Und das Thema, was wir heute ausgewählt haben, gesunde Kälber, wichtige Prophylaxemaßnahmen in der Kälberaufzucht, ist hochaktuell, zumal wir ja eine Gesetzesänderung bekommen werden in wenigen Monaten oder vielleicht sogar Mitte nächsten Jahres schon, die dahin geht, dass die Kälber auf den Milcherzeugerbetrieben nicht mehr nur 14 Tage gehalten werden müssen in Zukunft, sondern sogar 4 Wochen. Ein Verordnungsentwurf liegt dem Bundesrat vor und der wird also auch in den nächsten Monaten sicherlich veröffentlicht werden, sodass hier Handlungsdruck auf die Praxis zukommt. Und vor dem Hintergrund sind wir schon mal sehr gespannt, Herr Dr. Kunz, was Sie uns zum Thema Kälbergesundheit zu sagen haben und wie man die eben optimalerweise dann auch über 4 Wochen aufrechterhält. Herr Kunz, Sie haben das Wort. Ich bitte jetzt um Einspielung des Vortrags. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung hierher und vielen Dank für die Vorstellung zu eben. Und ich möchte auch gleich mit dem Thema beginnen, denn wir haben nur 1 Stunde Zeit. Das ist nicht viel für die Vorstellung und für die Diskussion. Unser Thema: gesunde Kälber, die wichtigsten Prophylaxemaßnahmen in der Kälberaufzucht. Ich möchte das gleich einmal erläutern, welche Schwerpunkte wir uns setzen und über die wir dann auch diskutieren können. Wir möchten uns im Laufe der nächsten Stunde einmal wichtigen Faktoren zuwenden, die die gesunde Haltung der Kälber positiv beeinflussen und die sich darum als Prophylaxemaßnahmen besonders gut eignen. 4 habe ich einmal dazu herausgesucht. Der erste ist Ernährung, Einfluss auf das Immunsystem. Wir wissen, dass die Ernährung einen sehr großen Einfluss auf die Qualität des Immunsystems hat und darum müssen wir uns das hier unbedingt ansehen. Der zweite Punkt, Stressminimierung. Auch das ist uns nicht unbekannt. Wir wissen, dass Stress immunsuppressiv wirkt, das heißt, sich negativ auf das Immunsystem auswirkt. Ein Punkt, der sich durch die gesamte Kälberaufzucht zieht und der hier ebenfalls ganz, ganz wichtig zu diskutieren ist. Der dritte Punkt, Erregerdruck minimieren, versteht sich von selbst. Wir müssen sehen, dass wir den Erregerdruck möglichst niedrig halten. Dafür haben wir in der Haltung und auch bei der Hygiene verschiedene Möglichkeiten, die wir hier diskutieren wollen. Und natürlich die Erregerübertragung, die muss eingeschränkt, möglichst minimiert werden. Da haben wir sehr unterschiedliche Möglichkeiten bei Durchfallerkrankungen, bei Atemwegserkrankungen. Das werden wir uns auch hier ansehen. Beginnen wollen wir aber ganz, ganz vorne bei der Geburt, denn auch hier haben wir Möglichkeiten schon prophylaktisch etwas zu machen. Und das möchte ich Ihnen gleich einmal zeigen. Bei dieser Kuh, meine Damen und Herren, die wir hier auf dem Foto sehen, steht die Geburt unmittelbar bevor. Und wir wissen, dass der Darm des neugeborenen Kalbes von den Mikroorganismen besiedelt wird, mit denen das Kalb während
und kurz nach der Geburt in Kontakt kommt. Und genau das ist für die weitere Darmgesundheit des Kalbes von entscheidender Bedeutung. Das heißt aber auch, dass die hygienischen Bedingungen rund um die Geburt besonders beachtet werden müssen. Bei menschlichen Geburten ist das eine Selbstverständlichkeit. Bei unserer Kuh auf dem Foto sieht es, denke ich, ebenfalls sehr gut aus. Die Kuh ist sauber und das Gleiche gilt auch für die Abkalbebox. Hier können wir davon ausgehen, dass das Kalb während der Geburt hauptsächlich mit den Mikroorganismen der Vaginalschleimhaut des Muttertieres in Kontakt kommt. Und das sind in erster Linie Bifidobakterien und Lactobacillen. Haben wir es allerdings mit verschmutzten Tieren und eben solchen Abkalbebuchten zu tun, dann müssen wir damit rechnen, dass E. coli und Clostridien die Mikroflora im Kälberdarm dominieren werden und das müssen wir unbedingt verhindern. So, unser Kälbchen ist inzwischen geboren. Wir haben die Kuh mit Wasser versorgt. Das trägt zur Veränderung von Labmagenverlagerungen bei. Wir wissen, dass diese Tiere durchaus 20, 40, 60 Liter Wasser hintereinander wegtrinken. Wenn die Kuh es zulässt, melken wir während dieser Zeit die erste Biestmilch ab. Gerne 3 bis 4 Liter. Und dann können wir auch sofort das Kalb versorgen. Wie wir hier auf diesem Foto sehen, das Kalb ist noch nicht mal aufgestanden. Die Mutter hatte gerade begonnen, das Kalb abzulecken. Und schon hat das Kälbchen hier den Sauger im Maul. Und wie ich mich auch noch gut erinnern kann bei diesen Fotos, hat das Kalb auch durchaus mehr als 3 Liter Biestmilch gesoffen. Wir wissen, dass der Saugreflex der Kälber direkt nach der Geburt am größten ist. Und das sollten wir auch ausnutzen. Zudem kommt die Biestmilch sehr früh in den Darm hinein und hat auch den Vorteil nicht nur einer höheren Resorption von Immunglobulinen, sondern wir können damit auch den pH-Wert stabilisieren. Das heißt, Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, von denen wir eben gerade gesprochen haben, senken den pH-Wert im Darm der Kälber ab. Und dazu trägt auch die Biestmilch bei und das verhindert, dass sich Kolibakterien hier schnell vermehren können. Wir haben zu diesem Thema einen sehr interessanten Versuch von Quidera und Kollegen aus dem Jahr 2016, die sich mit dem Energiebedarf beschäftigt haben, den das Immunsystem eines Rindes benötigt, falls es zu einer Infektion kommt. Ja, dieser Versuch wurde an Milchkühen durchgeführt. Aber wir können zurückrechnen, wenn wir das möchten, auch auf den Energiebedarf eines Kalbes. Das ist möglich anhand des metabolischen Körpergewichts, das heißt des stoffwechselaktiven Gewebes eines Tieres. Da haben wir die Möglichkeit, auch von der großen Kuh runter auf das Kalb zu rechnen. Das werden wir am Ende auch machen. Schauen wir uns diesen Versuch einmal an. Wir haben 3 Gruppen von Milchkühen und in der ersten Gruppe wurden diese Milchkühe mit Lipopolysacchariden von E. coli-Bakterien behandelt. Das heißt, es wurden LPS injiziert, um den Tieren eine Infektion von E. coli-Bakterien vorzutäuschen. Die Kühe haben auch entsprechend darauf reagiert, natürlich ohne, dass sie krank wurden. Auch die zweite Gruppe hat diese LPS bekommen, allerdings zusätzlich noch Glucose. Weil die Wissenschaftler natürlich wussten, dass hier ein Energiedefizit bestehen wird. Und alles das im Vergleich zu einer Gruppe 3, die nur physiologische Kochsalzlösung injiziert bekam. Und ja, jetzt kommen wir auch schon gleich zu den Ergebnissen. Was wurde weiterhin gemacht? Es wurden alle Kühe innerhalb von 12 Stunden, alle 10 Minuten beprobt. Das heißt, es wurde der Blutglukosespiegel gemessen und die Kühe wurden am Anfang und am Ende auch einmal gemolken, sodass wir jetzt die Möglichkeit haben, den Energiebedarf für diese Immunreaktion auszurechnen. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Wir können sehen, in der ersten Gruppe, das war die Gruppe, die die LPS gespritzt bekam, keine zusätzliche Glucose bekam, da haben wir einen Rückgang der Milchleistung um 80%. Das ist gewaltig. In der zweiten Gruppe, hier haben die Tiere Glucose zusätzlich bekommen, haben wir noch einen Milchrückgang um 11%. Das heißt, ganz hat die Glucose nicht ausgereicht. Immer im Vergleich zur Kontrollgruppe. Aber
Die Wissenschaftler hatten jetzt natürlich die Möglichkeit, genau den Energiebedarf anhand der verloren gegangenen Milchmenge und anhand der zugesetzten Glucose auszurechnen. Und das Ergebnis ist, wir haben für diese Immunantwort innerhalb dieses Untersuchungszeitraumes von 12 Stunden einen Energiebedarf, der 1092 Gramm Glucose entspricht. Das ist gewaltig. Das heißt, für 24 Stunden für einen Tag werden das über 2 Kilogramm Glucose. Und wenn wir das einmal für runterrechnen anhand des metabolischen Körpergewichtes auf unser Kalb, dann entspricht dies etwa einer Energiemenge pro Tag von 2 Litern Vollmilch. Das ist auch sehr viel, auch wenn einige vielleicht meinen, hey, 2 Liter, das bekommen die Kälber doch immer. Aber wir wissen auch, dass diese 2 Liter zusätzlich benötigt werden. Zur Prophylaxe gehört es nun dazu, dass wir natürlich dem Kalb so viel Energie bereitstellen wollen, nicht nur Energie, Energie und Nährstoffe, dass es in jedem Fall einer möglichen Infektion trotzen kann. Und dazu müssen wir uns angucken, wie hoch der Energiebedarf eines Kalbes insgesamt ist. Und dann werden wir sehen, ob ausreichend Energie auch für Antworten des Immunsystems noch zur Verfügung stellt. Das wollen wir uns jetzt gleich einmal ansehen. Schauen wir uns zunächst den Gesamtenergiebedarf eines Kalbes einmal an. Wir haben den Erhaltungsbedarf, wir haben Bedarf für das Wachstum, wir haben Bedarf für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Es gilt insbesondere für den Winter, wenn es draußen kalt wird. Da müssen wir Zuschläge machen. Bewegung, das schätzen wir einmal ab, das ist nicht allzu viel. Und wir haben das, worüber wir eben gesprochen haben, den Bedarf für das Immunsystem. Wenn wir uns die Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie einmal angucken, dann ist es so, dass wir hier den Erhaltungsbedarf abgebildet haben und den Bedarf für das Wachstum. Die Körpertemperatur, das heißt für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur im Winter, gibt es eine Formel, anhand der wir es berechnen können, wie viel Energie wir zusätzlich benötigen. Die ist aber in diesen Bedarfsnormen erst einmal noch nicht drin. Auch da der Bedarf für das Immunsystem ist hier noch nicht enthalten. Wir schauen uns zunächst einmal den Energiebedarf hier für ein 50 Kilogramm schweres Kalb an, den die GFE vorgibt. Da haben wir in der ersten Zeile den Erhaltungsbedarf von 10 MJ/ME, das entspricht etwa 4 Litern Vollmilch. Und dann kommen tägliche Zunahmen hinzu. Wenn wir 400 Gramm tägliche Zunahmen erreichen wollen, würden 5,6 MJ zu den 10 hinzukommen. Das entspricht dann einer Menge von 6,4 Litern Vollmilch. Ja, und wir wissen aber, dass unsere Kälber durchaus in der Lage sind, Zunahmen von 1000 Gramm zu erreichen. Und das müssen wir uns dann noch einmal speziell ansehen. Hier haben wir diese 1000 Gramm und wir haben jetzt einmal diese Werte extrapoliert. Das heißt, auf der Grundlage der bisherigen Werte hochgerechnet. Und wir kommen dann auf eine Megajoule-Zahl von gut 25. Das entspricht einer Tränkemenge von etwa 10 Litern Vollmilch. Und das ist ein Wert, der uns bekannt ist, den wir kennen aus der Adlibitum-Tränke und von dem wir auch gerne ausgehen wollen. Wir hatten soeben gesagt, dass wir bei den GFE-Empfehlungen zunächst einmal nur Energie für den Erhaltungsbedarf und für den Leistungsbedarf, das heißt in diesem Fall die täglichen Zunahmen, berechnet haben. Aber wenn es kalt wird, brauchen die Kälber für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur zusätzliche Energie. Und wie viel das ist, das wollen wir jetzt einmal ausrechnen. Wir gehen bei unseren Berechnungen von einer thermoneutralen Zone von unserem Kalb aus, die zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegt. Diese thermoneutrale Zone ist der Temperaturbereich, bei dem ein Kalb noch keine zusätzliche Energie zur Verfügung stellen muss, um ihren Körperwärmehaushalt aufrechtzuerhalten. Wird es allerdings kälter, braucht es zusätzliche Energie. Und das sind je einem Grad Celsius weniger etwa 1% mehr Energie. Wenn wir das einmal auf eine Temperatur von 0 Grad Celsius runterrechnen, bräuchte unser 45 Kilogramm schweres Kalb 2,5 MJ/ME mehr. Das entspricht etwa einem Liter Vollmilch. Und wenn es noch kälter wird, würde diese Menge, die wir zusätzlich für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur brauchen, noch entsprechend größer werden. Wir fassen den Gesamtenergiebedarf noch einmal zusammen.
für Erhaltung, Wachstum in diesem Fall 400 Gramm, keine 1000 Gramm, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur bei 0 Grad Celsius, ein wenig Bewegung, das waren 8 Liter. Hinzu kam, falls es zu einer Infektion kommt, zu einer schweren Infektion, da hatten wir mit 2 Litern Vollmilch zusätzlich gerechnet. Das wären insgesamt dann 10 Liter. Ja, und 10 Liter, das erinnert uns sehr stark an die Adlibitum-Tränke. Das heißt, wenn wir Adlibitum-getränkte Kälber haben, dann können wir damit rechnen, dass sie 10, vielleicht auch 11, 12 Liter saufen, vielleicht aber auch nur 9 Liter, aber wir liegen in dieser Region. Das würde aber auch auf der anderen Seite bedeuten, diese Kälber hätten noch ausreichend Reserven, um eine entsprechende Immunantwort zu geben, auch wenn dann das Wachstum hier, wie in diesem Fall, auf 400 Gramm zurückgeht. Auf der anderen Seite können wir uns hier sehr gut vorstellen, was passieren würde, wenn wir Kälber von vornherein nur mit vielleicht 6 Litern Vollmilch ernähren. Dann hätten die Kälber nicht mehr genügend Energie zur Verfügung, um eine entsprechende Immunantwort zu erzeugen. Und die Folgen kennen wir auch bei unseren Kälbern noch aus der Vergangenheit, als wir diese Tiere restriktiv getränkt haben. Sie waren häufiger krank und erkrankten auch schwerer. Häufig wird jedoch die Frage gestellt, müssen unsere Kälber denn überhaupt so viel Milch angeboten bekommen? Sie haben doch ausreichend Kraftfutter zur Verfügung und können zu jeder Zeit Kraftfutter fressen. Ja, stimmt das oder stimmt das nicht? Diese Frage wollen wir natürlich auch beantworten und dazu gucken wir uns mal einen Versuch an, den wir seinerzeit einmal, das liegt schon viele Jahre zurück, in Futterkamp gemacht haben. Wir sehen hier die Kraftfutteraufnahme von Kälbern während der Tränkeperiode, beginnend ab der zweiten Lebenswoche. Die Tiere haben damals nur 6 Liter Milchaustauschertränke bekommen, pro Liter Wasser zusätzlich 100 Gramm Milchaustauscher. Das heißt, hier lag die aufgenommene Energiemenge über die Milch knapp über dem Erhaltungsbedarf. Das heißt aber auch, die Tiere hätten allen Grund gehabt, frühzeitig Kraftfutter zuzufressen, aber sie taten es nicht. In der dritten Woche liegen sie etwa bei 100 Gramm, in der vierten etwa bei 200 Gramm Kraftfutteraufnahme und erst ab der sechsten Woche sind es relevante Mengen von einem halben Kilogramm. Das heißt, wir können hier erkennen, dass wir über eine Reduzierung der Milchmenge keinen Erziehungserfolg zur Kraftfutteraufnahme haben. Darum aus heutiger Sicht immer die Empfehlung zur Adlibitum-Tränke, so wie wir es hier sehen bei dieser Aufnahme. Die Kälber sind komplett entspannt, sie sind gut entwickelt, sehen gut aus, haben Milch zur freien Aufnahme zur Verfügung. Hier vorne säuft übrigens ein Kalb gerade Wasser. Ja, auch Adlibitum-getränkte Kälber saufen gerade im Sommer zusätzlich noch Wasser. Dort in der hinteren Box können wir sehen, ein Kalb säuft gerade Milch. Also alles ganz entspannt, so wie die Kälber es wollen. In der Box dazwischen liegt das Kalb gerade im Iglu und schläft. Und wenn wir uns jetzt einmal einen solchen Tränkeplan angucken, dann haben wir hier die ersten 3 Wochen, ich hoffe 3 Wochen, alles andere wäre ein bisschen zu wenig, in denen wir mindestens den Kälbern Adlibitum Milch anbieten wollen. Wir können das auch gerne 5 Wochen machen, wäre noch besser. In der Regel wird es in der Gruppe nicht mehr gemacht, sondern in der Gruppe tränken wir dann ab. Sollte die Tränkeperiode in dem Einzeliglo kürzer sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, in der Gruppe noch mindestens 10 Liter bis zur dritten oder auch gerne bis zur 5. Woche anzubieten und dann erst abzutränken. Wenn wir abtränken, bitte von einem hohen Niveau, in diesem Fall 10 Liter, runter auf 2 Liter. Die Abtränkperiode sollte gerne 7 Wochen betragen, mindestens allerdings 5 Wochen. Das heißt, wenn wir länger Adlibitum tränken, können wir auch gerne bis zur 12. Woche insgesamt die Tränkeperiode ausweiten oder vielleicht sogar noch 1, 2 Wochen darüber hinaus. Wenn wir Milchaustauscher vertränken, sollte es ein hochwertiger Milchaustauscher mit mindestens 50% Magermilchpulver sein und wir empfehlen dann 160 Gramm auf 1 Liter Wasser zu nehmen, das heißt 1 Liter Wasser, 160 Gramm dazu, dann hätten wir in etwa die Konzentration, die auch die Vollmilch hat. Und wenn wir mit dem Eimer tränken oder mit Milkbars tränken, dann müssten wir schrittweise reduzieren. Das heißt, nach der Adlibitum-Tränke dann 2x4
Es können auch 2x5 Liter sein, später 2x3, auch das können 2x4 Liter sein und zum Schluss wird dann nur noch einmal am Tag eine kleinere Menge gegeben und danach werden die Kälber dann in der 10. oder von mir aus auch in der 12. Woche abgesetzt. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wir kommen noch einmal zur Energie- und Eiweißversorgung der abgesetzten Tiere von der Tränke. Auch darauf ist zu achten, weil wir wissen, dass unsere ad libitum getränkten Kälber deutlich höhere Zunahmen haben, deutlich schneller wachsen und auch dann deutlich schneller auf ein Gewicht von in diesem Fall 230 Kilogramm kommen. Wir wünschen uns dieses Gewicht gerne mit einem halben Jahr. Werden Kälber allerdings restriktiv getränkt, müssen wir davon ausgehen, dass sie dieses Gewicht erst im 8. oder 9. Lebensmonat erreichen. Egal. Während dieser Zeit sollten wir die Kälber mit einem möglichst hohen Energieniveau versorgen. Ich habe hier mal 11 Megajoule ME hingeschrieben, entspricht etwa 6,9 Megajoule NEL, 170 Gramm Rohprotein. Und dann soll auch Schluss sein. Das heißt, ab einem Gewicht von 230 Kilogramm, wir können bei Tibitum getränkten Kälbern damit rechnen, dass das, wie gesagt, mit einem halben Jahr der Fall ist, wird die Energie reduziert. Das heißt, wir haben dann in etwa von der Energiemenge ein Trockenstierniveau von 5,5 bis 5,7 Megajoule NEL. Aber ganz wichtig, wir müssen eine Eiweißzulage machen, wenn wir Trockensteher Ration den Tieren anbieten, weil in der Trockensteherration haben wir in der Regel nur 140 Gramm XP drin und wir empfehlen aber hier für diese Tiere 160 Gramm. Ansonsten erreichen wir die Zunahmen, die wir auch hier noch haben wollen, nicht. Wir verlassen jetzt das Thema Milchversorgung unserer Kälber und kommen zu einem neuen Thema, und zwar zur Versorgung unserer Jungtiere und auch Trockensteher mit Mineralstoffen, insbesondere mit Spurenelementen, wenn diese Tiere auf der Weide sind. Wir fragen uns, was hat das jetzt mit Prophylaxemaßnahmen zu tun? Ja, die Antwort ist eine ganze Menge. Und zwar geht es hier um ein ganz spezielles Element. Wir schauen uns das gleich einmal an, was auf unseren Flächen in Nordeuropa fehlt und was wir unbedingt ergänzen müssen. Hier schauen wir uns einmal die Mineralstoffgehalte im Weidegras an. Es ist interessant, und das sind zwar jetzt norddeutsche Untersuchungen, aber ich glaube, dass es bei Ihnen nicht ganz viel anders aussehen wird. Wir haben hier Defizite, das wissen wir im Natriumbereich, bei den Mengenelementen, aber bei den Spurenelementen, ganz besonders bei Selen und bei Kobalt, bei Kupfer zum Teil. Zum Teil haben wir bedarfsdeckende Werte, zum Teil liegen wir darunter. Das heißt, in diesem Bereich sollten wir ergänzen. Wobei für das Saugkalb Selen am wichtigsten ist. Kobalt kommt dann zum Tragen, wenn die Kälber anfangen zuzufressen, weil wir hier ein entsprechendes Wachstum der Cobalaminbildner im Pansen, die dann wiederum Kobalt benötigen, gebrauchen. Und wir wissen, dass Kobalt das Zentralatom des Cobalamins, das Vitamin B12 ist. Und wenn wir hier nicht genug Kobalt bereitstellen für diese Tiere über entsprechende Leckeimer, Leckmassen, dann haben wir natürlich hier bei der Ausbildung der Pansenflora ein Problem. Ja, ich hatte schon gesagt, Selen, das betrifft die Kälber. Die Selenversorgung sollte über die Muttermilch kommen. Wenn wir eine ausreichende Selenversorgung bei den Müttern haben, sind die Kälber über die Milch auch ausreichend mit Selen versorgt, ansonsten nicht. Und wir kennen die Folgen. Wir wissen, dass Selen für die Kontraktion der Muskeln wichtig ist und dass es ansonsten bei Selenmangel zu Geburtsschwierigkeiten kommen kann und bei den Kälbern zu entsprechend zu Saugproblemen. Jetzt schauen wir uns die Blutparameter einmal für Selen an. Und zwar, wir gehen mal davon aus, dass wir eine Toleranzgrenze von 70 Mikrogramm pro Liter Vollblut haben. Das heißt, wir wünschen uns Werte oberhalb dieser Grenze. Und hier ist mal eine eigene Untersuchung in 8 Betrieben, die ich Ihnen hier gerne ganz kurz zeigen möchte. Wir haben bei allen Betrieben, mit Ausnahme von dem Betrieb 4, die Tiere mit Mineralstoffen versorgt, über Leckeimer, über Leckschalen, über Mineralstoffspender. Und wir sehen, dass bei allen Tieren eine ausreichende Selenversorgung, also eine Selenversorgung der Mütter, gegeben war, bis auf die Ausnahme des Betriebes 4.
Da waren die Werte sogar zum Teil unterhalb der Nachweisgrenze, also kleiner 20 Mikrogramm pro Liter. Das lässt sich ansonsten kaum noch messen. Heißt, dass wir hier dringend eine bedarfsdeckende Versorgung auf der Weide sicherstellen müssen. Und das können wir natürlich sehr gut über solche Mineralstoffspender, also nicht nur über die bekannten Leckeimer und Leckmassen, die wir auf die Weide bringen, allerdings bitte, wenn immer vollmineralisiert mit allen Spurenelementen. Wir können es auch sehr gut in pulverförmiger Form. Wir können das hier oben in diesen Texas Trading Behältern machen, wo das reingeschüttet wird. Vor Regen sind sie geschützt. Kühe heben das dann hoch, wenn sie daraus lecken. Oder auch da unten noch dieser kleine Wipper links, eine Sache, die auch sehr gut funktioniert. Alternativ könnten wir vom Weideaustrieb den Tieren auch ein Mineralstoffboli, das heißt, in diesem Fall ist es der Rumifert-Bolus, Kupfer, Kobalt, Selen wird den Tieren hier per Bolus gegeben. Es sind dann zwei Boli, die wir geben müssten. Und dann ist auch die Mineralstoffversorgung hier komplett abgedeckt. Es gibt noch ein zweites Element, das aus prophylaktischer Sicht auf jeden Fall gegeben werden sollte, und das ist das Eisen. Aber anders als beim Selen, über das wir eben gesprochen haben, kann Eisen nicht über die Milch der Mütter kommen. Da haben wir unabhängig von der Fütterung der Muttertiere in etwa immer die gleichen Eisenspiegel drin, sodass wir gezwungen sind, wenn wir Eisen geben wollen, das direkt an die Kälber zu verabreichen. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Und wenn wir uns mal die Eisengehalte in der Milch angucken, hier Biestmilch oder ganz normale Milch, dann sehen wir, dass die sehr gering sind. Wir haben hier an der Biestmilch etwa Eisengehalte von knapp 1,2 Milligramm pro Kilogramm, in der Normalmilch bei 0,3. Und selbst wenn die Tiere ad libitum getränkt werden und sie etwa 10 Liter von mir aus auch Biestmilch saufen, dann liegen wir hier vielleicht bei 12 Milligramm. Die Empfehlung sind 100 Milligramm pro Tier und Tag. Das heißt, hier würden dann noch knapp 80 Milligramm fehlen. Und bei der normalen Milch würde es dann schon viel schlechter aussehen. Das heißt, wir haben einen guten Grund, hier die Kälber zusätzlich mit Eisen zu versorgen. Zunächst einmal zur Funktion des Eisens. Wir wissen, dass Eisen für die Zellatmung wichtig ist, für den Sauerstoff, für den CO2-Transport. Und wir wissen aber auch, dass Eisen noch eine weitere Funktion hat. Und sie wird für das Immunsystem benötigt, weil Eisen ist an der Ausbildung der Keimzentren in den Lymphknoten beteiligt. Und in den Lymphknoten werden, wie wir wissen, die B-Lymphozyten aktiviert, aus denen sich die Plasmazellen entwickeln und die wiederum für die Produktion von Antikörpern verantwortlich sind. Wir gucken uns das noch einmal an. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Und hier haben wir eine Untersuchung aus der Schweiz. Es sind Milchmastkälber, die unterschiedlich mit Eisen versorgt wurden, allerdings auch sehr knapp. Hier einmal mit 10 Milligramm und einmal mit 50 Milligramm. Und hier können wir schon deutliche Unterschiede erkennen. Das sind Blutplasmawerte. 15 Mikromol pro Liter haben die Tiere am ersten Lebenstag gehabt. Das ist so einigermaßen okay, könnte ein bisschen mehr sein. Wir wünschten uns Werte von 20 bis 25 Mikromol, aber immer noch nicht ganz schlecht. In der 13. Lebenswoche sieht es bei den 10 Milligramm versorgten Kälbern natürlich schon grottenschlecht aus mit 4 Mikromol. In der 50 Milligramm Gruppe liegen wir bei 15 bis 20. Das heißt, diese Tiere konnten sogar ihre Werte noch leicht ausbauen. Und wir können aber auch deutlich erkennen, welche Folgen das gehabt hat. Erhöhte Temperaturen, Rektaltemperaturen oberhalb von 39,5, 88 Mal in der 10 Milligramm Gruppe, 30 Mal nur in der 50 Milligramm Gruppe. Entsprechend mehr antibiotische Behandlungen bei den schlechter versorgten Kälbern. Natürlich eine höhere Herz-Atemfrequenz, ganz klar. Und auch höhere Zunahmen bei den besser versorgten Tieren. Darum unsere Empfehlung für die Eisengabe nach der Geburt: entweder 1 Gramm Eisen subkutan einmalig, sei es 1000 Milligramm. Sie haben mehrere Eisenpräparate zur Verfügung. In Deutschland ist nur eins zugelassen. Alternativ könnte man Eisenaminosäure Gelate oral geben. Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten über Pasten, über Vollmilchaufwerter.
Dann gäbe es auch noch allerdings, das ist die schlechtere Möglichkeit, anorganisch gebundenes Eisen in Form von Vollmilchaufwertern zu geben, weil anorganisches Eisen wird nicht so gut resorbiert wie organische Eisenverbindungen. Zudem kommen auch die Kolibakterien, die eisenliebend sind, an anorganische gebundenes Eisen in diesem Fall schneller und besser heran. Also, Aminosäure-Gelate, wenn möglich, oder 1 Gramm Eisen subkutan unter die Haut. Wir kommen jetzt zur Kälberhaltung und wollen uns angucken, welche Prophylaxemaßnahmen wir haben, um Atemwegserkrankungen und Durchfallerkrankungen möglichst zu verhindern oder zumindest auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten. Und wir beginnen jetzt einmal mit den Atemwegserkrankungen. Später gucken wir uns noch Maßnahmen an, mit denen wir die Durchfallerkrankung eindämmen können. Welche Faktoren dazugehören, das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Es sind zum einen die Minimierung der Erreger und der Schadstoffkonzentration in der Stallluft. Dazu müssen wir uns die Ställe selbst angucken, die Lüftungskonzepte, die Entmistungskonzepte. Und auf der anderen Seite müssen wir darauf achten, dass wir das Stresspotenzial möglichst niedrig halten. Wir wissen, dass sich die Stressoren negativ auf das Immunsystem auswirken. Die Kälber müssen die Möglichkeit haben, solchen Stressoren aus dem Wege gehen zu können. Dazu brauchen sie Fluchtmöglichkeiten und auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder einen ruhigen Liegeplatz. Wir wollen uns als erstes eine Untersuchung von Lage und Kollegen aus dem Jahre 2006 angucken, die das Pneumonierisiko von Kälbern in Abhängigkeit unterschiedlicher Faktoren untersucht haben. Eine dieser Faktoren war die Stallluft, und zwar genauer gesagt der Keimgehalt der Luft. Und der ist hier auf der X-Achse abgetragen. Wir können erkennen, es beginnt auf der linken Seite bei 27.000 koloniebildenden Einheiten pro Kubikmeter und endet bei 327.000 koloniebildenden Einheiten pro Kubikmeter. Und auf der Y-Achse sehen wir das Pneumonie-Risiko abgetragen von 0 bis 70%. Wir können erkennen, dass die obere Kurve, das sind Betriebe, die bestimmte Bedingungen erfüllen, dass wir hier bei 27.000 Keimen bei gut 30% Pneumonierisiko starten und bei 327.000 Keimen bei gut 60% liegen. Wir können aber auch erkennen, dass andere Betriebe ganz ähnlich gelagert sind, nur auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Und das niedrigste Niveau hat hier unten einen Betrieb. Ja, da beginnt es überhaupt erst bei 227.000 Keimen mit dem Pneumonierisiko und steigt auch nicht allzu viel an. Und das wollen wir uns doch jetzt nochmal genauer angucken. Diese Betriebsgruppe, die können wir hier oben erkennen. Da steht Komfort hoch mit Wenden. Was hat das jetzt zu bedeuten? Komfort heißt, dass diese Kälber sehr, sehr gut eingestreut waren, also ein hoher Komfort. Im Gegensatz zu mittlerem Komfort und niedrigem Komfort, wobei der niedrige Komfort dann nur noch eine Einstreu war mit Sägespänen. Aber in dieser Gruppe haben wir also eine sehr, sehr gute Einstreu mit Stroh, sodass die Beinchen der Kälber, wenn sie im Stroh lagen, gar nicht mehr zu sehen waren. Außerdem hatten diese Kälber Boxen mit geschlossenen Seitenwänden. Das heißt, Keime konnten hier nicht so leicht von einer Box in die andere wandern. Wenn wir hier stehen haben ohne Wände oder keine Wände, dann heißt das, dass dort nur Gitter dazwischen waren. Das heißt, die Keime hatten die Möglichkeit, hier ganz schnell von einem Kalb zum anderen zu gehen. Und genau diesen Fall haben wir in der Gruppe, die wir uns eben als erstes angesehen haben, die ganz, ganz oben angesiedelt ist. Hier ist es wirklich so, das ist diese Gruppe hier unten Komfort niedrig, das heißt nur in Sägespäne, nur mit Sägespäne eingestreut, keine Wände, das heißt nur Stahlgitterwände, aber keine geschlossenen Wände. Wir sehen, was für einen großen Einfluss hier allein die Abkapselung der Kälber durch geschlossene Wände hat und auch der erhöhte Komfort,
den wir hier erkennen können, das heißt mit einer guten Einstreu. Natürlich haben diese Kälber dann wesentlich mehr Energie zur Verfügung, auch für ihr Immunsystem, wenn sie nicht so eine große Körperwärmeabstrahlung haben. Und das müssen wir auch immer bedenken. Das heißt, nicht nur der Keimgehalt ist hier von entscheidender Bedeutung, sondern vielleicht sogar noch ein wenig mehr stallbauliche Maßnahmen drumherum, wie wir sie eben gesehen haben. Wir wollen uns weitere Faktoren angucken, die sich negativ auf die Lungengesundheit unserer Kälber auswirken können. Dazu gehören einmal größere Temperaturschwankungen, dazu gehören aber auch Zugluft, kalter, schleusender Wind und natürlich Stress durch Umstellung und Rangkämpfe. Das ist das, was wir auch schon vorhin oder zum Anfang erwähnt haben. Aber auch die beiden erstgenannten, größere Temperaturschwankungen, Zugluft, kalter schleusender Wind, das sind Faktoren, die sich ebenso negativ auswirken, weil sie Stress erzeugen, also auch Stressfaktoren, weil die Kälber hier keine Möglichkeit haben, diesen Dingen auszuweichen. Sie sind ihnen quasi ausgeliefert. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Darüber wollen wir jetzt gleich noch weiter sprechen. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, größere Temperaturschwankungen, und fragen uns, welchen Einfluss haben sie auf die Lungengesundheit unserer Kälber? Wir wollen uns einen sehr interessanten Versuch einmal angucken von Petra Reinhold und Elmer aus dem Jahre 2002, die den Schweregrad der pathologisch-anatomischen Lungenveränderungen bei unterschiedlichen Klimabedingungen bei Kälbern gemessen haben. Und wir können hier schon sehen, wir haben drei Gruppen mit unterschiedlichen Temperaturen. Es war aber so, dass zunächst alle Kälber, die in diesen Versuch kamen, bei gleichen Klimabedingungen in einer Gruppenhaltung gehalten wurden. Und diese Klimabedingungen waren genau diese 18 bis 20 Grad Celsius. Wir kennen diesen Temperaturbereich schon. Wir wissen, dass das die thermoneutrale Zone von Kälbern ist, wo sie sich wirklich sehr wohlfühlen. Und auch diese Kälber waren alle gesund. Dann wurden sie in drei Gruppen eingeteilt. Das heißt, jedes Kalb kam einzeln für eine Stunde in eine Klimakammer. Und die war bei der Gruppe C, wir fangen mal ganz hinten an, genau die gleiche Temperatur wie auch in der Gruppenbucht, also 18 bis 20 Grad. Die Gruppe B, dort war die Temperatur in dieser Klimakammer dann auf 35 Grad hoch geheizt, und in der Gruppe A war sie erniedrigt und lag bei 5 Grad Celsius. Das heißt, diese Kälber kamen nacheinander für eine Stunde in eine Klimakammer, wo dann die Temperatur auf 5 Grad abgesenkt wurde. Dann kamen sie wieder raus in diese Gruppenbucht und man hat geguckt, was passiert. Und genau das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Wir bleiben mal bei der Gruppe C. Das heißt hier, die kamen zwar in diese Klimakammer, war bestimmt für die auch erstmal ein kleiner Stress, ja, wenn man da aus der Gruppenbucht rauskommt, in so eine Klimakammer muss, aber temperaturmäßig hat sich nichts verändert. Und wir können auch sehen, alle Kälber sind zu 100% gesund geblieben. Ja, wie hat man, das habe ich vergessen zu sagen, diese Lungenveränderungen gemessen? Man hat diese Kälber nach einer gewissen Zeit geschlachtet und hat geguckt, wie die Lungen dann aussahen. Das heißt also, hier hat man zu 100% nur gesunde Lungen gefunden. Die Gruppe B, die wurden an der Temperatur von 35 Grad ausgesetzt, und wir können hier schon erkennen, das hat Stress gegeben. Hier blieben nur noch 30% der Kälber gesund, 50% hatten vereinzelte Pneumonieherde im Bereich der Spitzenlappen und 20% hatten sehr starke pneumonische Veränderungen. Ja, das ist schon mal eine interessante Aussage, aber noch interessanter ist, glaube ich, die Gruppe A. Hier kamen die Kälber in eine 5 Grad Celsius kalte Umgebung, beziehungsweise die Temperatur wurde in dieser Klimakammer dann auf 5 Grad abgesenkt. Dort blieben die Kälber dann eine Stunde, und das hatte fatale Folgen. Wir können sehen, 33% dieser Kälber hatten sehr starke pneumonische Veränderungen. Schwache pneumonische Veränderungen gab es gar nicht. 67% sind gesund geblieben, aber diese 33% sind doch schon ein enorm hoher Anteil. Ja, und genau diese Gruppe interessiert uns auch, weil wir doch immer wieder feststellen, dass wir im Herbst, Winter, gerade wenn wir mit Lüftungssystemen arbeiten, häufig solche starken Temperaturveränderungen, die für diese Jahreszeit dann nicht ganz selten sind,
sehr schnell in den Stall übertragen und wir dann dort auch solche Probleme oder ähnliche Probleme bekommen. Und genau das wollen wir verhindern und da müssen wir aufpassen. Aber wir werden darauf auch nochmal zurückkommen. Neben den schnellen Temperaturwechseln, die wir eben gesehen haben, die bei Kälbern natürlich einen enormen Stress verursachen, haben wir weitere Faktoren, die sich negativ auch auf die Kälber, auf die Lungengesundheit unserer Kälber auswirken und ebenfalls Stress erzeugen. Dazu gehört auch die Zugluft. Zugluft bedeutet immer, dass die einströmende Luft kälter ist als die Stallluft. Das heißt, auch hier, genau wie bei dem, was wir eben besprochen haben, finden solche Ereignisse im Herbst, im Winter und im Frühjahr hauptsächlich statt. Wir schauen uns mal ein solches Beispiel an. Hier sehen wir den Kälberstall in Futterkamp, gerade frisch neu gebaut und wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass es hier zu größeren Problemen kommen kann. Aber jeder Bau hat doch so auch seine kleinen Macken und wir gucken uns das mal hier an, was uns hier passiert ist. Wir haben die Jalousie jetzt einmal hochgemacht und wir können jetzt im unteren Bereich erkennen, selbst wenn die Jalousie unten ist, dann schließt sie nicht komplett mit der Wand ab. Weil wir haben hier diese Holzdeckelschalung und die ist natürlich auch bei herabgelassener Jalousie nicht dicht. Aber genau das hier ist die Westseite, das heißt die Wetterseite. Und wenn wir starken Wind haben und es ist vielleicht draußen auch noch kalt, der Stall ist vielleicht ein bisschen kuschelig warm, dann ist es so, dass diese Luft, die hier auf diese Wand trifft, unter die geschlossene Jalousie hindurchkrabbelt und auf der anderen Seite des Stalles, hier nämlich an dieser Stelle oder an der gesamten Wand, herunterfällt. Dort, wo die Deckel über den Kälbernestern sind, da ist alles in Ordnung, aber hier, wo bei den größeren Tieren keine Kälbernester mehr sind, ja, da haben diese Tiere, die sich ja auch gerne an die Rückwand legen, ein Problem. Und genau das ist hier auch passiert. Das heißt, hier wurden die größeren Kälber plötzlich krank, bekamen Husten, haben dann die kleinen auch angesteckt. Ja, gut, okay, wir haben das Problem zum Glück herausgefunden und haben es dann auch beseitigt. Das möchte ich Ihnen auch gleich nochmal zeigen. Hier können wir erkennen, was wir gemacht haben. Wir haben also einen Bürstensaum ringsherum um diese Jalousie aufgeschraubt, sodass, wenn die Jalousie jetzt geschlossen ist, wir können das hier erkennen, so ist sie aufgeschraubt. Und hier im nächsten Foto sehen wir, bei geschlossener Jalousie überbrückt jetzt dieser Bürstensaum das ansonsten offene Feld zwischen Rückwand oder zwischen Wand und dem Holm, dem heruntergelassenen Jalousie. Jetzt ist es dicht und das Problem war damit auch beseitigt. Welche Probleme gibt es noch in Außenklimastellen? Es ist das Problem auch wiederum in der kaltnassen Jahreszeit, wenn wir hohe Windgeschwindigkeiten mit kalter Luft haben und diese Ställe offen sind. Dann müssen diese Ställe schon besonders gebaut sein, um solchen schädigenden Einfluss für die Kälber ja nicht allzu spürbar zu machen. Auch das gucken wir uns einmal an. Als erstes ein Beispiel, wie es nicht sein soll. Hier sehen wir einen Stall, eine große Pultdachhalle, der als Kälberstall umgebaut worden ist. Und wir können anhand der Pfeile schon sehen, wenn wir hier im Herbst oder im Winter Wind haben, dann schleust er einmal durch den Stall durch, nimmt enorme Geschwindigkeiten an und ja, wir gucken jetzt mal, was mit den Kälbern passiert. Also werfen wir einen Blick in den Stall. Sie können schon sehen, hier haben wir die Abtrennung zwischen den Buchten, nur Gitter, die offen sind. Das heißt, hier würde der Wind durchpfeifen, wenn es zu einer solchen Wetterlage kommt. Die Kälber wären komplett ungeschützt. Und auch diese Kälberdeckel, die wir hier an der Rückwand angebracht sehen, ja, erfüllen leider nicht die Funktion. Ganz einfach, weil sie an den Ständern festgemacht sind. Dahinter ist 10 cm Luft, wo die Luft von oben herunterfallen kann. Da hat man schon Styroporplatten hingelegt, die hat der Wind aber schon längst wieder weggeblasen. Das heißt, hier kommt es auch dazu, dass die Luft von oben herunterfällt und dann auf die Kälber, die dort unten im Stroh liegen. So, als nächstes möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, wie man es richtig machen kann.
Hier sehen wir im kalten Winter 12 Grad minus, auch ebenfalls eine Pultdachhalle, etwas kleiner, aber wir können schon erkennen, wo die Windrichtung ist. Das ist nämlich dort, wo die verlängerte Giebelseite ist. Von dort kommt der Wind. Das ist also schon mal richtig, die hier stärker zuzumachen, um die Kälber zu schützen. Aber wir gucken jetzt mal in den Stall rein. Wir zoomen uns mal ran. Und hier können wir schon erkennen, was gemacht worden ist. Man hat hier kleine Kälbernester gebaut. Das heißt, man hat noch einmal in dem Liegebereich der Kälber eine geschlossene Seitenwand geschaffen. Man hat Kälberdeckel eingebaut, die tiefer sind, als das hier im Foto aussieht. Das heißt, die Kälber sind auch durch herabfallende Luft geschützt und sie sind auch durch die seitlichen Luftbewegungen, durch die beplankten Seitenwände geschützt. Und diese Kälber waren auch unter diesen Bedingungen komplett gesund. Also ein sehr schönes Bild, so kann man es machen. Schauen wir uns einmal an, was wir bei den ganz kleinen Kälbern machen können. Hier ein Beispiel aus dem leeren Versuchsgut in Futterkamp. Dort haben wir eine kleine Halle gebaut und um dort die Iglus aufzustallen. Es ist immer noch besser, als wenn sie draußen stehen. Wir wissen, wenn sie draußen bei Wind und Wetter stehen, dann regnet es in die Ausläufe rein und die Feuchtigkeit zieht dann aus den Ausläufen auch in die Iglus rein und die Kälber haben dann doch nicht die Gesundheit, als wenn wir diese Kälber im Trockenen, beziehungsweise die Iglus im Trockenen aufstallen können. Und das haben wir hier gemacht und wenn es im Winter mal ein ganz schlechtes Wetter wird, dann haben wir auch die Möglichkeit, über eine Jalousie, die wir hier auf der gesamten Traufseite angebracht haben, zu schützen. Dann machen wir den Stall dicht und schauen wir einmal hinein. Dieser Bereich ist jetzt geschützt, egal was für ein Wetter wir draußen haben. Und auch wenn der Stall dicht ist, mit Ammoniakemissionen haben wir eigentlich kein Problem, da sie bei den kleinen Kälbern in diesem Bereich noch sehr, sehr gering sind. Und nicht nur die Kälber haben es gut, sondern auch wir, die wir mit den Tieren umgehen, weil schließlich haben wir auch ein Recht auf einen vernünftigen Arbeitsplatz. Wir kommen zur Gruppenhaltung. In der Gruppenhaltung haben wir natürlich schon deutlich mehr Probleme mit Ammoniakemissionen, auch mit erhöhten Keimgehalten. Und darum ist es wichtig, dass wir hier möglichst häufig entmisten. Spätestens nach 14 Tagen sollte der Mist eigentlich rauskommen bei diesen Kälbern. Und wenn es irgendwie möglich ist, nicht nur in Neubauten, so wie hier bei dem Holsteiner Kälberstall, sondern auch in Altbauten, wäre es wichtig, zwei Entmistungsachsen zu haben, damit wir hier schnell und ohne große Komplikationen ausmisten können. Das heißt, eine Entmistungsachse im hinteren Bereich, eine im vorderen Bereich am Futtertisch, dazwischen eine Aufkantung etwa 20 cm hoch als Abrisskante, werden wir den Mist rausschieben. Wenn es auf diese Art und Weise sich irgendwo einbauen lässt, bei Neubauten sowieso, dann haben wir die Möglichkeit hier alle 14 Tage, vielleicht auch früher, den Mist rauszuholen und können dadurch niedrige Ammoniakemissionen gewährleisten und auch niedrige Keimgehalte. Ganz wichtig. So, das funktioniert dann folgendermaßen. Wir können die Schwenkgitter in einem solchen Stall aufklappen. Und dann durchmisten. Die Kälber werden jetzt im hinteren Bereich eingesperrt. Umgekehrt, wenn wir die Kälber am Futtertisch einsperren, können wir hinten entsprechend durchmisten. Wichtig wäre ein kleines Gefälle in Richtung Abflüsse. Wir arbeiten hier mit einem 150er kg-Rohr. In jeder Bucht wird entwässert in dieses Rohr. Wir brauchen das nicht als Jaucheabfluss, sondern nur, wenn wir hier waschen. Und das wäre auch der nächste Punkt, der mir am Herzen liegt. Natürlich haben wir auch in solchen Stellen mit Endoparasiten zu tun, mit Kryptosporidien, mit Eimerien. Und dafür wäre es wichtig, dass wir auch im laufenden Betrieb Zwischendesinfektionen einbauen. Ich möchte Ihnen das gerne mal exemplarisch zeigen. Wir haben hier zwei Entmistungsachsen. Die Aufkantung ist leicht zu erkennen. Im hinteren Bereich haben wir hier von den Kälbernestern die Deckel schon hochgeklappt.
Dann werden die Buchten aufgeschlagen, die Tiere sind jetzt vorne am Futtertisch eingesperrt und wir können damit beginnen, den Mist rauszuholen. Die Tiere stehen am Futtertisch, hinten sehen Sie, wird jetzt gerade entmistet. So, der Mist ist raus und es wird einmal mit Wasser, vorher mit dem Besen, dann mit Wasser nachgearbeitet, so dass wir eine einigermaßen saubere Fläche haben. Das machen wir jetzt alle 4 Wochen, das heißt alle 2 Wochen wird entmistet, alle 4 Wochen wird hier etwas genauer gearbeitet, damit wir jetzt auch zwischendesinfizieren können. Allerdings, wir arbeiten hier nicht mehr im Hochdruckreiniger bei diesen Zwischendesinfektionen, sondern nur mit Wasser, weil ansonsten ein Nebel entstehen würde und das könnten wir uns ja gar nicht leisten. Jetzt wird das Desinfektionsmittel, ein endoparasitäres Mittel, ausgebracht und hier ist es dann geschehen. Das heißt, wir könnten jetzt sofort beginnen, diese Boxen einzustreuen. Das wird auch gemacht. Das heißt, wir lassen sie gar nicht mal abtrocknen, sondern das frische Stroh wird jetzt darüber gerollt und es wird verteilt. Und dann ist alles wieder fertig. Die Kälber können wieder von vorn nach hinten. Vorne wird natürlich genau das Gleiche gemacht. Und Sie sehen, wir haben jetzt einen zwischendesinfizierten Stall. Und die Erfahrung zeigt, dass wir in diesem Stall keine Probleme mehr mit Endoparasiten gehabt haben. Allerdings bei einem Fall, bei dem wir ein anderes Desinfektionsmittel, was nicht endoparasitär gewirkt hat, haben wir hier wieder Rückfälle erlebt. Das heißt, es wirkt eine solche Zwischendesinfektion, auch wenn sie nicht ganz so durchgeführt wird mit Hochdruckreiniger, wie das unsere Desinfektionsspezialisten empfehlen. Aber wahrscheinlich ist es die Häufigkeit. Wir werden sowieso nie auf Null kommen, sondern wir können immer nur den Erregerdruck minimieren. Und mit dem restlichen Erregerdruck kommen unsere Kälber zumindest hier sehr gut klar. Ja, wenn es um den Stallbau geht, dann ist auch die Frage, wo können wir solche zwei Entmistungsachsen einsetzen? Hier ein kleinerer Stall, das heißt kleinere Buchten. Normal sind unsere Buchten 8 Meter tief und 4 Meter breit. Hier haben wir 6 Meter tiefe Buchten und 3 Meter breit. Hier, das ist der Versuchsbetrieb in Karkendamm, der zur Uni in Kiel gehört. Und hier stehen immer 5 Kälber zusammen in einer Bucht. Wir haben das können Sie als Pultdachhalle bauen. Hier ist es ein kleines Satteldach. Wir haben links und rechts an den Traufseiten Jalousien, die komplett geöffnet werden und die auch im Sommer immer komplett offen bleiben. Nur im Winter werden sie verschlossen und hier würde ich Ihnen immer empfehlen, eine temperatur- und windabhängig gesteuerte Jalousiesteuerung einzubauen. Sie sehen hier einen solchen Stall nochmal in einer Zeichnung. Die Zeichnung ist in Ihren Unterlagen dabei. Hier können Sie auch nochmal einige einzelne Maße dann ablesen. Und falls das jetzt auf Ihren Ausdrucken doch nicht erkenntlich ist und Sie Interesse an einer solchen Stallzeichnung haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ja, ich sagte eben schon, wir brauchen eine automatische Jalousiesteuerung. Es können auch gerne Licht-Luftschieber sein, das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass wenn wir Temperaturen haben, die unter die thermoneutrale Zone gehen, hier kleiner 18 Grad, von mir aus können Sie auch 16 oder 15 Grad nehmen, dann sollte man auf der windzugewandten Seite die Jalousie schließen. Das muss automatisch erfolgen, weil wir immer wieder drehenden Wind haben und wir sind nicht immer im Stall, sodass wir dann entsprechend häufig zu spät reagieren und dann kann auch schon wieder ein Problem entstanden sein. Wir können auch einen solchen Stall in eine Pultdachhalle einbauen, in der von der Traufseite entmistet wird, also nicht von der Giebelseite, wie wir das bisher gesehen haben, sondern traufseitig, hat den Vorteil, dass wir hier kleinere Einheiten machen können mit komplett geschlossenen Zwischenwänden, die bis in den First hineingehen und mit mittigem Futtertisch. Das heißt, wir überfahren hier den Futtertisch nicht zum Entmisten, sondern hier wird getrennt gefüttert und getrennt entmistet. Ich zeige Ihnen mal einen solchen Stall im Foto. Das ist allerdings ein Biobetrieb und wir gucken jetzt einmal in den Stall hinein.
Hier sehen wir, hier fehlen die zwei Entmistungsachsen, das heißt, sie fehlen gar nicht. Wir brauchen sie ja gar nicht, weil Sie sehen, dass hinten diese Tiere einen Auslauf haben, der durch diese Folien verschlossen ist. Dahinter befindet sich noch ein kleiner Betongang, damit wir keine Zugluft in dieses Abteil hineinbekommen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Das heißt, wenn wir hier entmisten, können die Kälber komplett in den Auslauf getrieben werden. Der Tränkestand wird hochgeklappt und dann kann hier entmistet werden. Aber wir haben hier, Sie sehen das schon, die Trennwände zu dem nächsten Abteil sind geschlossen. Wir haben hier kleine Gruppen und können so wunderbar hier ein anderes Regime fahren. Gerade was Atemwegserkrankungen anbelangt, da wünschen wir uns ja diese kleinen Gruppen, damit, falls mal eine Infektion in diesen Bestand hineinkommt, die nicht ohne weiteres auf die nächste Gruppe übertragen wird. Das verhindern hier diese geschlossenen Seitenwände. Hier sehen Sie den Auslauf der Tiere und hier sehen Sie auch den kleinen Gang, den die Tiere rausgehen müssen, damit keine Zugluft in den Stall hineinkommt. Zum Schluss noch einmal die Lüftungsschläuche, über die viel diskutiert wurde. Diese Lüftungsschläuche eignen sich, denke ich mal, besonders für Altbauten, in denen ansonsten kaum eine Möglichkeit der Lüftung gegeben ist. Hier ein kleiner Stall bei uns in Schleswig-Holstein, ein deckenlastiger Stall, wie man erkennen kann. Hier war vorher eine sehr schlechte Luft, sehr feucht. Den Tieren ging es nicht so gut. Seitdem der Schlauch dort eingebaut ist, ist die Lage viel besser geworden. Und wir erkennen, der Stall ist trocken, aber es gibt einige Punkte zu beachten. Was müssen wir bei der Schlauchlüftung beachten? Der Vorteil ist, eine sehr gute Belüftung in alten Ställen mit niedriger Deckenhöhe, vergleichsweise geringe Installationskosten, wenn wir das damit vergleichen, dass wir ansonsten diesen Stall gar nicht nutzen könnten und neu bauen müssten. Nachteil sind die laufenden Betriebskosten durch den Lüfterbetrieb und vielleicht auch die Geräusche, denn die Lüfter sind nicht immer ganz leise, da könnte man vielleicht auch noch was machen. Wir empfehlen immer eine temperaturgesteuerte Regelung der Lüfter. Das heißt, wenn es mal zu sehr starken Temperaturschwankungen kommt, dann sollten die Lüfter runtergeregelt werden und zwar automatisch. Solche Zeiten haben wir häufig im Herbst, wenn es zu großen Temperatursprüngen nach unten kommt. Und wenn wir dann keine entsprechende Temperatursteuerung haben, kann es durchaus sein, dass wir hier kranke Kälber haben. Ja, damit wäre ich schon am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten für eine Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Kunz, für die sehr praxisnahen Beispiele auch von Haltungssystemen und Prophylaxe ist ja nicht nur Tierernährung, sondern das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und da haben Sie uns sehr viele Tipps mit auf den Weg gegeben und vielen Dank auch nochmal für die sehr schönen Bilder aus Ihrer Berufserfahrung, wie man eben problemlösungsorientiert vorgeht. Nun sehe ich noch keine Fragen im Chat und würde Sie durchaus ermuntern, hier Fragen reinzustellen, sodass wir die auch im Grunde gleich diskutieren können. Bis dahin habe ich aber noch mal ein paar Fragen. Wir haben in der Praxis immer wieder Kälber, die schlecht saufen, weil sie einfach keinen Saugreflex haben. Was sind Ihrer Erfahrung nach die Fehler, die gemacht werden? Oder woran liegt es, dass es immer wieder Kälber gibt, die nicht saufen? Ja, es kommt, wir müssen jetzt mal ein bisschen unterscheiden. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt saufen sie nicht. Tritt das später auf oder tritt das gleich nach der Geburt auf? Die häufigste Situation ist ja die, dass es gleich nach der Geburt auftritt. Und darüber hatten wir ja schon ganz kurz gesprochen zu Anfang, als es um die Tränke ging, um die Spurenelementversorgung, dass wir das Problem haben, dass die Mütter häufig nicht ausreichend mit Selen versorgt worden sind. Und da ist es auch so, selbst wenn die Tiere, zum Beispiel von der Weide, egal ob das jetzt Jungvieh ist, was jetzt der ersten Kalbung ansteht oder ob das Trockensteher sind, die von der Weide in den Stall kommen, da haben wir ja vielleicht noch 2, 3 Wochen Zeit, um diese Tiere mit Mineralstoffen zu versorgen und meinen dann, dann wäre alles gut. Und wir haben das in diesem Versuch, den ich da gezeigt habe, ausprobiert. Diese eine Gruppe, die Gruppe Nummer 4, wenn Sie sich erinnern können, die nicht auf der Weide mit Mineralstoffen versorgt wurde, wurde aber im Stall, das waren ungefähr gut 14 Tage,
komplett mit Mineralstoffen versorgt, aber es hat nicht mehr ausgereicht. Das heißt, diese Mineralstoffversorgung kommt nicht mehr ausreichend bei den Kälbern an, weil sie muss in die Milch und das scheint dann in dieser Form nicht mehr zu funktionieren, weil wahrscheinlich erstmal die eigenen Selenreserven dann bereinigt werden und in der Milch, in der ersten Pistmilch, ist da halt noch zu wenig drin. Und dann haben wir, wenn wir dort ein großes Problem mit der Versorgung haben, halt diese trinkschwachen Kälber, weil ja Selen für die Muskelkontraktion gebraucht wird. So, das wäre ein Punkt, der durchaus, wo es durchaus so sein kann. Es kann natürlich auch noch andere Punkte geben. Die müsste man im Einzelnen dann nochmal analysieren, aber dazu müsste man dann von dem einzelnen Betrieb, den das betrifft, noch ein paar mehr Dinge wissen, die sind jetzt vielleicht für die Allgemeinheit nicht ganz so interessant. Also dieser nicht gegebene Saugreflex ist schon dadurch im Grunde verursacht, dass die Kühe nicht ordnungsgemäß versorgt worden sind. Wir können natürlich den Kälbern eine Selenspritze geben, das macht der Tierarzt ja dann auch, kennen wir auch. Der hat dann seine Selenspritze im Auto und verabreicht den Kälbern Selen, dann funktioniert das auch. Wenn wir jetzt, aber das soll nicht der Weg sein, weil Selen soll über die Milch kommen. Ich sage mal ein weiteres Beispiel. Es kann natürlich auch sein, dass es zu Geburtsschwierigkeiten gekommen ist, dass das Kalb einfach schlapp ist. Was auch manchmal hilft, das machen die Tierärzte dann, dass sie ein Schmerzmittel geben. Und dann trinken diese Kälber plötzlich wieder. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die muss der Tierarzt entscheiden. Das können wir nicht entscheiden. Aber es gibt immer noch mal Möglichkeiten, wieder den Kälbern dann zu helfen, damit sie von alleine trinken. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wir keinen Erfolg haben, wenn es zum Beispiel einen Darmverschluss gibt. Auch das tritt nicht ganz selten auf. Dann hilft nichts. Dann müssen diese Kälber irgendwann euthanasiert werden. Kommen wir jetzt nochmal zu der Frage Vollmilch oder Magermilchpulver. Okay, wir warten natürlich die Biestmilchperiode ab. Und wie ist da Ihre Einschätzung? Also ich beobachte gerade bei höheren Milchpreisen, wir kommen ja jetzt in eine Phase, wo wir hoffentlich wieder über 40 Cent Milchpreisauszahlung haben, wird natürlich gespart von den Betrieben. Wie sehen Sie die Problematik? Ab wann kann man auf Magermilchpulver umswitchen? Ja, das ist eine Diskussion, die wir sehr häufig führen. Problem, was heißt Problem? Es ist kein Problem. Aber die Situation ist ja so, wenn wir hohe Milchpreise haben, dann steigen auch die Austauscherpreise. Das heißt, für einen 50er oder für eine 50er oder 60er Ware werden wir umgerechnet. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir für einen Liter Vollmilch ungefähr 160 Gramm Milchpulver als Äquivalent rechnen müssen. Dann haben wir etwa das, was an Energie und Eiweiß in einem Liter Vollmilch drin ist, 160 Gramm Milchaustauscher. Wenn Sie mal den Preis 160 Gramm Milchaustauscher rechnen, dann liegen wir in etwa wieder bei einem Liter Vollmilch. Das heißt, wir stecken im Grunde genommen nur das Geld von der linken oder nehmen das Geld von der linken Hosentasche und stecken das in die rechte oder umgekehrt. Es bringt eigentlich nicht viel. Unsere Strategie sollte sich nicht anhand des Milchpreises ändern, sondern wir sollten möglichst in den ersten Wochen Vollmilch füttern. Das hat viele Gründe, warum das die bessere Wahl ist, weil wir doch immer noch auch Immunglobuline drin haben. Wir haben Wachstumsfaktoren drin in der Vollmilch, die gerade in den ersten Wochen sehr gut helfen, um diese Kälber in Gang zu bringen, um sie fit zu halten. Dann, wenn sie in die Gruppe kommen, kann es durchaus sinnvoll sein, sie auf Milchaustauscher umzustellen, weil es ist auch eine Frage der Hygiene, wie wir in Gruppenbuchten ansonsten mit der Vollmilch umgehen. Und natürlich ist es ganz klar, viele Tränkeautomaten laufen gar nicht mit Vollmilch, sondern es sind reine Pulverautomaten. Und dann ist es eben wichtig, dass wir hier nicht sagen, oh, der Milchaustauscher ist jetzt gerade zu teuer, ich werde jetzt mal lieber auf einen wechseln, der ein bisschen billiger ist und dann nehme ich nur noch vielleicht einen Nullaustauscher oder einen mit 10 oder 20%. Das sind für mich so ein bisschen Mogelpackungen. Also wir mogeln uns selbst etwas vor, dass wir Magermilchpulver drin haben, aber die Gerinnung funktioniert nicht mehr dann, die Labgerinnung. Insofern, das geht erst bei, ich will es nicht beschwören, aber also minimal 30%, aber es ist für mich auch noch kein richtiger Vollmilchaustausch. Dazu gehören schon 50 oder 60%. Weil wenn wir direkt umstellen, und das ist das nächste Problem von der Vollmilch,
dann produziert unser Kälbchen ja hauptsächlich Chymosin, ungefähr 80% Chymosin. Und nur mit dem Chymosin können wir das Casein aus dem aus der Vollmilch beziehungsweise aus dem Milchaustauscher überhaupt spalten. Sonst geht das nicht. Das, was ein Kalb erst lernen muss, das ist die Pepsinproduktion, die für alle anderen Eiweiße zuständig ist, auch für die aus dem Kraftfutter. Aber das ist ein Lernprozess und da funktioniert nicht sofort. Das heißt, egal wann wir umstellen, von der Vollmilch auf den Milchaustauscher, wir brauchen zu Beginn der Umstellung den besten Milchaustauscher, den hochwertigsten, den wir bekommen können mit 50-60% Magermilchpulver. Ansonsten werden wir Umstellungsschwierigkeiten haben. Jetzt kommt es zum Durchfall. Wir haben das Thema Diarrhö. Was empfehlen Sie, gleich mit Elektrolyten zu begegnen, also Milch absetzen oder vielleicht eine Kombilösung? Also solange wir die Kälber ad libitum am Tränkeeimer haben, sollten wir die Milch niemals absetzen, sondern wir sollten, wenn wir wirklich dazu kommen, was aber ganz selten ist, weil ad libitum getränkte Kälber bekommen in der Regel nicht so schwere Durchfälle, dass sie komplett von der Milch weg sind. Aber dann sollten wir, und wenn wir das gerne möchten, einen Elektrolyteimer neben den ad libitum Eimer hängen. Meist haben wir gar keinen Platz mehr. Also was wir dann mal gemacht haben, dass wir mit Sackband einfach einen Eimer mit Elektrolyttränke, also auch Nuckeleimer, in die Ecke gebunden haben. Und das Kalb kann dann selbst entscheiden. Aber hier ist es wichtig, dass wir dann die richtigen Elektrolyttränke nehmen. Das müssen dann komplexe Diättränke sein, die wir empfehlen, weil die auch anorganische Puffer drin haben. Wenn wir jetzt die klassischen Elektrolyttränke haben, dann haben wir nur anorganische Puffer und die vertragen sich nicht mit der Vollmilch. Also es müssten dann komplexe Diättränke sein, mit auch mit organischen und anorganischen Puffern. Also anorganische sind immer drin, aber eben halt auch organische. Das verträgt sich dann wieder mit der Vollmilch. Da sind auch noch viele andere Produkte drin, hochwertige Produkte, phytogene Zusatzstoffe, die sich positiv auf das Kalb, auf den Stoffwechsel auswirken. Da gibt es sehr schöne Versuche, die wir hätten auch zeigen können, wenn wir mehr Zeit dafür gehabt hätten. Einen sehr schönen Versuch haben mal Doktoranden von Professor Kaske gemacht. Da hatte sogar diese komplexe Diättränke einen besseren Erfolg oder eine bessere Wirkung auf den Durchfall im Vergleich sogar zur antibiotischen Behandlung. Ja, interessant. Jetzt haben wir in Ihrem Vortrag sehr viele Iglo-Aufstallungen gesehen. Und wir hören aus der Politik, dass die Einzelhaltung irgendwann auslaufen soll, auch aus der Europäischen Union. Kriegen wir solche Hinweise unter dem Stichwort End of the Cage Age? Und wie sind da Ihre Erwartungen? Was kommt in den nächsten Jahren haltungstechnisch auf uns zu? Ja, ich finde das traurig, dass wenn man das Iglo, was wirklich die beste Haltungsform in den ersten Lebenswochen ist, die wir kennen, weil wir während dieser Zeit, das haben wir gesehen, also seitdem wir zum Beispiel im Futterkamp ad libitum getränkt haben, wirklich keinerlei Probleme mehr mit Durchfallerkrankungen gehabt haben. Das Gute ist, dass wir in den Iglus auch entsprechend ja durch den Auslauf eine sehr große Fläche für die Kälber haben. Das haben wir in keiner anderen Box. Da haben wir immer weniger Platz. Und die Kälber, gerade ad libitum getränkte Kälber, sind sehr agil. Die brauchen das. Man sieht das, wenn die aus dem Iglo rausspringen, dann machen sie vorne eine Vollbremsung vor dem Gitter. Also die sind agil. Wir wollten auch mal auf Einzelboxen umstellen, haben das aber wieder bleiben lassen, weil wir auch gesehen haben, dass die Tränkeaufnahme zurückgegangen ist bei diesen Kälbern. Das heißt, wenn wir die in kleinere Boxen sperren, dann geht die Tränkeaufnahme zurück. Wir können natürlich auch zwei Kälber in ein Iglo packen. Das geht auch. Es gibt ja ganz große Iglos, die sind auch von der Kälberhaltungsverordnung dafür geeignet, dort zwei Kälber reinzusetzen. Aber man sollte die Kälber immer erst alleine anwärmen und wenn sie dann gut saufen können, kann man zwei zusammensetzen. Nachteil ist, dass es auch Erfahrungen aus der Praxis gibt, dass diese Tiere später, wenn sie schon lange keine Milch mehr bekommen, sich anfangen gegenseitig zu besaugen. Das müsste man nochmal prüfen, inwieweit sich das wiederholt, vielleicht sogar in Versuchen, aber man sollte auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn man sowas in der Praxis jetzt ausprobiert, zwei Kälber in ein Iglo. Falls wirklich eine solche Haltung kommt, könnte man immer noch, das machen die Biobetriebe auch, die es schon jetzt nicht dürfen, die Kälber einzeln halten,
zwei Iglus ineinander stellen und zwei Gitterstäbe rausnehmen. Und dann hat man ja auch schon wieder theoretisch eine Gruppenhaltung. Die können ja da durchgehen, haben sie eine kleine Öffnung. Aber jedes Kälbchen hat noch seinen Iglu. Also wir brauchen die Iglus deshalb nicht wegzupacken. Ja, super. Vielen Dank für diese sehr praxisorientierten Ausführungen, Hinweise. Herr Kunz, ich bedanke mich auch im Namen aller Teilnehmer nochmal für Ihren Top-Vortrag. Viele Anregungen, herzlichen Dank dafür.